Hallo ihr Lieben, ich bin der Ricardo von der Faktor Wir Beratungsgesellschaft. Heute gucken wir uns mal an, ob ihr euch nicht auch eine Immobilie leisten könnt, wenn ihr aktuell zur Miete wohnt. Ich will euch das mal anhand eines Beispiels zeigen von Kunden, die auch lange Jahre zur Miete gewohnt haben und die jetzt auch ihren Traum von den eigenen vier Wänden umsetzen konnten. Wir haben die vor 2 Monaten final begleitet. Die Familie, 30 und 32 Jahre alt, mit einem Kind, hatten zusammen insgesamt 4.000 Euro Netto-Familieneinkommen und hatten bis dato immer 1.000 Euro Warmmiete gezahlt. Und ihnen erging es sicherlich so wie dir auch, dass es natürlich schon echt ganz schön viel war. Zusätzlich hatte die Familie 2 Autos. Ein Auto davon war schon komplett bezahlt, das andere wurde kreditfinanziert. Zusätzlich gab es natürlich noch, wie ihr das vielleicht auch kennt, Versicherungskosten, Sparbeiträge für den Urlaub, alles das, was so an Nebenkosten anfällt. Insgesamt hatte die Familie sich ein Haus ausgesucht, was 400.000 Euro kosten sollte. Die haben die Kaufnebenkosten von 54.000 Euro mitgebracht und haben somit dann noch eine Summe von 354.000 Euro finanziert. Wir haben eine Bank bei Ihnen vor Ort gefunden, Zinssatz lag bei 1,2%, die Tilgung, also die Rückzahlungsrate bei 2,8%, sodass die Gesamtkosten im Monat für dieses Darlehen für die Familie insgesamt bei 944 Euro pro Monat gelegen haben. Also knapp 56 Euro weniger als sozusagen die komplette Warmmiete. Dann gab es natürlich noch mal eine Frage, die ganz wichtig war. Jetzt haben sie sich ja ein Haus gekauft und haben somit ja auch etwas mehr Wohnfläche und somit auch etwas höhere Nebenkosten. Insgesamt 120 Quadratmeter Wohnfläche und wir haben jetzt hier mal pauschal 550 Euro Nebenkosten einkalkuliert, sodass die Familie insgesamt dann auf 1.500 Euro monatlich kam, sprich somit 500 Euro mehr im Monat bezahlt hat. Was wir Ihnen im Vorfeld für Tipps gegeben haben, das erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, das kann euch wirklich auch weiterhelfen. Grundsätzlich war es so, dass wir auch mal geguckt haben, wie rechnet die Bank, und das möchte ich euch auch mal zeigen, was kalkuliert überhaupt die Bank hier ganz konkret als Einkünfte mit ein. Und zwar ist es so, wenn ihr angestellt seid, müsst ihr gegenüber der Bank immer 3 Gehaltsabrechnungen vorlegen, ihr müsst unbefristet tätig sein, das ist ganz wichtig und ihr dürft vor allem nicht mehr in der Probezeit sein. Es gibt zwar Banken, da funktioniert es trotzdem, aber es ist immer erschwert, das heißt am besten keine Probezeit, mindestens 3 Monate angestellt und unbefristet ist ganz wichtig. Wenn ihr verbeamtet seid, dann guckt sich die Bank natürlich auch eure Beamtenbezüge an, die ihr bekommt. Falls ihr noch eine Nebentätigkeit habt und Nebeneinkünfte, ist es immer wichtig, dass ihr eure Nebeneinkünfte offiziell bekommt und dass ihr hier auch in einem unbefristeten Nebentätigkeit seid. Idealerweise 3 Monate Minimum. Manche Banken wollen auch 6 Monate Beschäftigungszeitraum sehen. Wichtig ist aber, dass ihr hier eine monatliche, regelmäßige Zahlung bekommt und vor allem auch eine Abrechnung. Es gibt ja den einen oder anderen, der putzt bei irgendjemandem oder sorgt für einen schönen Rasen oder ist zum Beispiel Kellner oder arbeitet im Büro, was auch immer. Und hier ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr das Geld dann auch offiziell bekommt. Alles, was man nicht offiziell kriegt, kann die Bank auch nicht als Einkünfte ansetzen. Solltet ihr Vermieter sein, solltet ihr schon auch Mieteinkünfte haben, machen die Banken bei den Mieteinkünften immer pauschal einen Abschlag von 20-30%, weil ihr eure Miete ja noch versteuern müsst. Das berücksichtigt die Bank auch. Das heißt, da gibt es auch immer kleine Abschläge. Wenn ihr selbstständig seid, dann ist immer entscheidend, wie hoch ist sozusagen euer Gewinn. Das heißt, was bleibt am Ende des Tages auch wirklich in eurem Unternehmen übrig? Sozusagen das Pendant des Nettoeinkommens beim Angestellten, der Gewinn des Selbstständigen. Und es wird natürlich auch darauf geguckt, wie ist eure Umsatzentwicklung und das Ganze auch in der Vergangenheit. Wenn ihr selbstständig seid, ist es per se leider immer ein bisschen schwieriger, einen Kredit zu kriegen. Ich weiß, wovon ich da spreche. Nichtsdestotrotz ist es möglich, entscheidend ist, dass ihr hier einfach auch der Bank signalisieren und zeigen könnt, wie die vergangenen Jahre gelaufen sind. Das ist ganz wichtig. Was setzt die Bank parallel dazu als Ausgaben an? Also auf der Ausgabenseite haben wir einmal die Warmmiete, damit die Bank einfach schon mal sieht, was sozusagen bis dato immer auch an Warmmiete ausgegeben wurde. Die entfällt aber im Rahmen der Haushaltsrechnung für die Bank, die die Bank anstellt, dann aber hinterher wieder, weil ihr, wenn ihr ja ein Haus gekauft habt, logischerweise auch keine Miete mehr bezahlt, fällt die ja dann weg. Ratenkredite und Raten für beispielsweise private Kredite, die ihr zurückzahlt, die werden auch angesetzt. Es ist ja eine Belastung, die ihr habt. Autos, Versicherungen, sonstige Verbindlichkeiten, wenn ihr Unterhalt zahlt, diese ganzen Dinge, alles, was irgendwo an Ausgabe dort fix verbucht werden muss, setzt die Bank an.
Und wichtig ist, dass gerade dann, wenn ihr zum Beispiel Kredite habt, dass ihr das wirklich auch alles im Rahmen dieser Vorabprüfung angebt, weil die Bank ja immer die Schufa checken kann. Und in der Schufa stehen ja sozusagen auch die Darlehen, die ihr aufgenommen habt, mit drin. Und es sieht natürlich total blöd aus, wenn ihr eine Anfrage stellt und verheimlicht dort Kredite und die Bank kriegt das hinterher mit. Das kommt wirklich nicht gut. Dafür würden wir euch auf jeden Fall abraten. Es ist auch sicherlich sinnvoll, die Kredite im Vorfeld auszulösen. Schaut euch dazu mal das Video an. Die Tipps zum Thema Immobilienkauf, die Do's und Downs, was solltet ihr auf keinen Fall tun, was solltet ihr auf jeden Fall machen, bevor ihr eine Immobilie kauft, findet ihr bei uns auf dem Kanal. Die Banken setzen grundsätzlich ihre eigenen Lebenshaltungskosten an. Das heißt, für, sag mal, Ausgaben wie Fitnessstudio, Abonnements, Freizeit, Kleidung, Essen, ist es so, dass die Banken immer Pauschalen haben, pro Person, je nach Bank, zwischen 600 bis 800 Euro im Monat. Jede weitere Person schlägt dann nochmal mit 200 bis 250 Euro zu Buche, sodass oft diese Lebenshaltungspauschalen bei Pärchen zwischen 1000 und beispielsweise auch 2500 Euro liegen. Diese große Differenz kommt daher zustande, dass wenn ihr beispielsweise ein deutlich höheres Nettoeinkommen habt, als unsere Beispielfamilie jetzt, würden auch automatisch deutlich höhere Lebenshaltungspauschalen angesetzt werden, weil die Bank natürlich davon ausgeht, dass ihr, wenn ihr mehr verdient, auch ein höheres Ausgabenverhalten habt. Das ist so der Hintergrund, warum das gemacht wird. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir euch immer empfehlen würden, auch eure eigene Haushaltsplanung mal aufzustellen. Führt mal ein Haushaltsbuch mal einen Monat, guckt euch mal an, wie hoch die variablen Ausgaben sind, listet mal eure Fixkosten auf und schaut einfach mal, wie das so bei euch konkret aussieht. Ansonsten ist es so, Kosten für Auto, Benzin, Versicherung, also gerade Auto wird meistens pauschal zwischen 200 bis 300 Euro seitens der Bank kalkuliert. Und was natürlich auch noch mit berechnet wird, sind die Nebenkosten für die neu zu erwerbende Immobilie. Hier rechnet die Bank üblicherweise mit 2 bis 4 Euro der Quadratmeter. Ich denke, das ist auch ein realistischer Wert, der damit einkalkuliert werden muss, weil ja natürlich eine Immobilie auch Strom braucht und Gas braucht und natürlich auch ihr Grundsteuern zahlen müsst, Wassergebühren zahlen müsst. Das sind ja alles Dinge, die anfallen. Instandhaltung, wenn zum Beispiel mal irgendwas kaputt geht, ne, das sind alles Dinge, die da auch beglichen werden müssen und die im Rahmen der ganzen Ausgaben neben der klassischen Darlehensbelastung mit berücksichtigt werden müssen. Das heißt, schaut euch das mal genauer an. Der Profi-Tipp ist hier ganz klar auch mal eine Immobilienfinanzierung zu simulieren. Das heißt, wenn ihr mal ein Gespräch geführt habt, zum Thema, wie viel kostet eine Immobilie, wie viel Haus kann ich mir leisten, was passt, dass ihr dann einfach diese Summe, die ihr jetzt noch nicht bezahlt, einfach mal auf die Seite packt und mal schaut, ob das Ganze funktioniert. Noch eine Sache am Rande, im Rahmen der individuellen Haushaltsrechnung der Banken gibt es auch nochmal Unterschiede, was die Kosten fürs Darlehen angeht. Ich zeige euch das mal an eines Beispiels, und zwar die Sparkasse Köln-Bonn mal als exemplarisches Beispiel setzt als Ratenbelastung die klassischen 944 Euro im Monat an, die ihr quasi auch dann, oder die unsere Musterfamilie besser gesagt, in dem Fall jetzt abschließen würde. Die Commerzbank geht allerdings einen anderen Weg. Und zwar sagt die Commerzbank, wir haben jetzt hier eine 10 Jahre Zinsbindung, ein 10-jähriges Konzept. Und die Commerzbank geht es mal davon aus, dass die Zinsen nach den 10 Jahren auf 6% steigen. Und die Kunden zum Beispiel jetzt mit 2% weiter tilgen. Das heißt, die Restschuld, die noch übrig ist, bei einer sogenannten 8% Annuität, also sprich bei steigenden Zinsen, würde dazu führen, dass die Kunden eine Ratenbelastung von 1.859 Euro hätten. Was natürlich schon eine ganze Menge ist, weil die Bank sozusagen davon ausgeht, dass sich in der Zukunft gar nichts ändert, die Gehälter passen sich nicht an, es gibt keine Sondertilgungen und danach steigen die Zinsen auch brachial. Warum macht die Bank das? Es hängt damit zusammen, dass alle Banken ja der Wohn- und Immobilienkreditrichtlinie unterliegen und somit sehr, sehr konservativ und sehr langfristig für euch als Kunden planen müssen und natürlich die Bank bei einer 10-jährigen Zinsbindung diese Risiken jetzt schon im Hier und Jetzt mit einpreist. Man kann das Ganze umgehen, indem man zum Beispiel eine längere Zinsbindung wählt, 20 Jahre oder ein Bausparkonzept, dann muss diese Bank diese Berechnung nicht machen. Und dann ist es auch manchmal so, dass eine Finanzierung auf einmal möglich wird. Grundsätzlich möchte die Bank nur, und das solltet ihr natürlich auch wollen, dass ihr einen positiven Haushaltsüberschuss habt. Sprich, dass ihr auch nach einem Immobilienkauf die Kosten nach wie vor vernünftig bezahlen könnt. Beachte dabei bitte Änderungen, die passieren können, wenn ihr zum Beispiel noch Kinder plant, wenn irgendjemand nur in Teilzeit gehen möchte. Das sind alles sicherlich Veränderungen, wo das Einkommen gegebenenfalls ein bisschen geringer ausfällt für die Zukunft, trotzdem die Ausgaben vielleicht auch nochmal erhöht werden. Kalkuliert das mal bitte für euch in Ruhe durch. Wenn ihr dazu Fragen habt
Oder wenn ihr möchtet, dass wir da mit euch gemeinsam nochmal über eure eigene Haushaltsplanung gucken, kommt dazu gerne auf uns zu. Wir sind deine unabhängigen Online-Baufinanzierer. Wir können, wenn du schon konkret eine Immobilie gefunden hast, für dich ein unabhängiges Finanzierungskonzept erstellen und dich bei der Finanzierung begleiten. Wenn du noch keine Immobilie gefunden hast und auf der Suche nach einem Objekt bist, können wir gerne mal gemeinsam schauen, wie viel Haus du dir leisten kannst. So oder so macht es Sinn, mit uns mal Kontakt aufzunehmen. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, wir freuen uns über einen Kommentar. Schaut euch gern auch alle anderen Videos in diesem Kanal an. Wir haben dort sehr viele wichtige Tipps. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Bis dahin, der Ricardo von der Faktor Wir Beratungsgesellschaft.